Qualität des Lebens steht immer im Verhältnis zu der Fähigkeit, Freude zu empfinden. Und die Fähigkeit, Freude zu empfinden, das ist das Geschenk, das man erhält, wenn man aufmerksam ist. Viele Menschen glauben ja nicht oder nicht mehr an die Magie. Dabei ist doch die Magie wirklich überall. Und jeder Mensch hat die Wahl, ob er all die magischen Momente wahrnimmt oder eben nicht. Das ist die Magie der Aufmerksamkeit. Es ist ein Weg, sich zu verbinden, und ich nenne das übrigens den Pfad des freudvollen Magiers. Ich glaube, ein Magier hat die Aufgabe, seine Zuschauer wieder an den Punkt zu führen, an dem Magie für sie wieder möglich wird. Das, was ich mache, ist zuallererst eine Form der Unterhaltungskunst. Ich unterhalte dabei meine Zuschauer mit magischen Kunststücken und möchte ihnen helfen, sich wieder zu erinnern, wie wundervoll es doch eigentlich ist, zu staunen. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Gabe ist. Hab auch nie wirklich drüber nachgedacht, aber vielleicht sind es ja meine Leidenschaft, meine Hingabe oder meine Geduld und meine Beharrlichkeit, mit der ich über schon so viele Jahre mich mit dieser Kunst beschäftige. Ich bin Unterhaltungskünstler, Magier, Falschspieler, Kampfkunstlehrer, Ehemann und Vater. Wer ich bin? Frank Lupo. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das eigentlich alles angefangen hat. Ich glaube, ich wollte als Kind schon immer zaubern können. Aber wer wollte das eigentlich nicht? Später sah ich dann einen Film, Der Clou, mit Paul Newman als Falschspieler in einer Pokerrunde. Und ich war von dieser Geschicklichkeit so fasziniert, dass ich gleich anfing, in der Schule beim Kartenspielen mit meinen Freunden zu schummeln. Ich bin zwar schon damals nicht dabei erwischt worden, aber habe dann das auch nicht erstmal weiter verfolgt. Erst später, als ich dann im Fernsehen eine Show mit David Copperfield gesehen hatte, da war sie wieder da, diese Faszination. Ich war so begeistert, dass ich wollte das unbedingt auch können. Und ich habe mich dann auf die Suche nach Zaubertricks gemacht und bin dann an ein Buch gekommen. Und eine völlig neue Welt tat sich dann für mich auf. Und so kam eins zum anderen. Das ist jetzt wirklich schon 25 Jahre her, als ich mit dem Studium der Zauberkunst begann. Und am Anfang habe ich wirklich alles geübt, ich habe alles ausprobiert und bin dann aber auch ganz schnell wieder bei den Spielkarten gelandet und habe dann viele Jahre lang die Kartenkunst und die sogenannte Close-Up-Magie studiert. Mitte der 90er Jahre bin ich dann für ein halbes Jahr mit meinem Rucksack durch Japan gereist. Und dort hatte ich wirklich unglaublich viele magische Begegnungen. Ich hatte aber auch viel Zeit zum Nachdenken und ich habe gemerkt, dass ich nun an einem Punkt in meinem Leben angekommen war, an dem ich mich entscheiden musste, was ich nun in Zukunft machen würde. Mit Hermann Hesses Buch Siddhartha im Gepäck traf ich dann auf einem Vulkan, hoch über den Wolken, am Kraterrand sitzend, die Entscheidung, meinen Lebensunterhalt in Zukunft mit der Zauberkunst zu bestreiten. Ich möchte das machen mit einer Entscheidung, die scheinbar 50-50 ist. Kopf oder Zahl? Nachdem ich nun viele Jahre lang mit einem Kartenspiel aufgetreten bin und viele Shows um das Thema Poker und Falschspiel gemacht habe, habe ich nun eine völlig neue Faszination für mich entdeckt, die Mentalmagie. Stopp. Was ist Annette? Wert. Machen. Sie haben 20 Minuten Pause. Vielleicht ist es ja die unaufdringliche Nähe oder die Verbindung zu meinem Publikum, die meine Show zu einem besonderen Erlebnis macht. Ich bin dabei immer auf Augenhöhe mit meinem Publikum, sozusagen der Magier zum Anfassen. Und
Natürlich sind es auch die Effekte, aber meine Show ist ja nicht nur eine Aneinanderreihung von Kunststücken, sondern vielmehr eine Reise. Eine Reise mit vielen unterschiedlichen Emotionen, magischen Momenten und vor allen Dingen einem roten Faden. Oh, stopp, wie spät ist es? Wie spät ist es? Ziffern wieder verschieden, aber diesmal beide Ziffern gerade dran. Unrein hatten wir gerade. Sei es laut? Ja. Schach! Schach! Ja. Zufall oder Magie? Jeder entscheidet selbst. Wenn Sie mich auf Ihrer Veranstaltung nicht finden, dann bin ich höchstwahrscheinlich auf einer anderen. Und wenn ich auch da nicht bin, dann bin ich bei meiner Familie. Natürlich können Sie mich auch jederzeit rund um die Uhr im Internet finden auf meiner Webseite.